Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Ohne unser Herz geht nichts. Es pumpt pro Minute 5 Liter Blut durch unseren Körper, mindestens. Und es schlägt zuverlässig und regelmäßig. Hoffentlich. Denn das Herz kann so schnell und so stark erkranken, dass der Patient zum Notfall wird. Und darüber sprechen wir jetzt. Bei mir ist Dr. Ahmed Sali. Er ist Oberarzt in der Herzchirurgie am Asklepios Klinikum Harburg. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Sali. Sie behandeln natürlich nicht nur Notfälle, aber über die wollen wir jetzt sprechen. Genau. Und mich würde interessieren, welche Notfälle sind denn für Sie typisch bei Ihnen in der Klinik? Ja, bei uns in erster Linie Herzinfarkt, dann Klappenentzündung, also Herzklappenentzündung und dann Erweiterung der Hauptschlagader, also die sogenannte Aorta. Aszendenzdissektion. Ja, wo sich denn dann die Gefäßwände, glaube ich, von der Aorta trennen und das sehr gefährlich werden kann. Genau. Über diese drei Fälle wollen wir jetzt auch sprechen. Wir fangen mal an mit dem Herzinfarkt. Herzinfarkt hieße ja dann, dass das ein Gefäß verstopft ist, genau. Und dass nicht mehr genug Sauerstoff, genau, im Herzen ankommt. Was können Sie denn da machen? Also, als erstes kommen die Patienten in die Klinik. Mhm. Die werden von den Kollegen der Kardiologie untersucht. Meistens macht man die Routine, EKG, Blutentnahme. Und wenn da Zeichen der Herzinfarkt sind, dann wird man die Patienten koronar angiografieren. Und dann, je nachdem, wenn ein Gefäß betroffen ist oder zwei, die man durch ein BTCA, das heißt Dilatation der Herzkranzgefäße und eine Stentimplantation, dann machen das die Kardiologen, finden die Verengung, sagen wir mal so, schwer sind oder der sogenannte Hauptstamm betroffen ist oder 3 bis 4 Gefäße betroffen sind, dann ist der Herzchirurg dran. Dann müssen die Patienten per Palpation versorgt werden. Ja, das heißt also, der erste Versuch ist erst einmal die Ader zu weiten, eben durch so einen Stent, durch so einen, genau, einen Stützstrumpf, sage ich jetzt mal, den man in die Ader hineinschiebt. Genau. Aber manchmal reicht es offenbar nicht aus und dann sind Sie gefragt. Genau. Und was machen Sie dann? Also, man braucht natürlich Bypassmaterial. Mhm. Es gibt verschiedene Grafts. In erster Linie versuchen wir, die Patienten komplett arteriell zu versorgen. Es gibt Venen, es gibt Arterien. Woraus man dann diesen Bypass bauen kann. Genau. Ja, ja. Es gibt diese Brustarterien, einmal links, einmal rechts. Mhm. Bei jungen Patienten, bei stabilen Patienten versuchen wir beide zu benutzen. Mhm. Bei Notfällen, wenn es machbar, machen wir beide. Wenn die Patienten schwer krank sind, dann machen wir eine Brustarterie, vielleicht die Arteria radialis dazu, vom linken Arm. Und in einigen Fällen machen wir Kombination. Arterie plus Venenbypässe vom Unterschenkel, versuchen wir das zu machen. Also die Vene könnte man theoretisch auch nehmen. Jetzt, genau, fragen sich wahrscheinlich viele, wo denn da der Unterschied ist und warum Ihnen das so wichtig ist, doch lieber eine Arterie zu nehmen. Gut, also man hat festgestellt, dass die Arterien länger halten oder sogar in den meisten Fällen lebenslang halten. Mhm. Die Venen ist begrenzt. Man sagt, zwischen, sagen wir so, also bei 40% der Patienten gehen die nach 10 Jahren zu. Mhm. Setzen sich wieder zu durch Rückstände aus dem, genau, aus dem Blut. Ja. Aber wir haben auch Fälle gesehen, die nach 20 Jahren gesehen, wo die Venen immer noch offen waren. Also nicht bei allen Patienten konnte das passieren. Ja, jetzt könnte man ja sagen, naja, also wenn ich doch weiß, dass die Arterie ein Leben lang offen bleiben kann und keine neue Operation erforderlich ist, dann nehme ich doch immer die. Genau, und das ist auch unser Ziel bei den meisten Patienten. Und wann nehmen Sie eine Vene? Oder warum überhaupt eine Vene? Wenn der Patient gefährdet durch arterielle Grafts ist, zum Beispiel, wenn man beide Arterien benutzt, es besteht die Gefahr bei 2 bis 4% der Patienten, dass die eine Wundinfektion kriegen. Mhm. Das heißt, bei sehr adipösen Patienten ist nicht, sagen wir so, ist nicht der erste Wahl. Ja. Man kann in einigen Fällen
die linke Brustarterie mit zum Beispiel die Arteria radialis benutzen. Das machen wir auch oft. Das ist diese hier, glaube ich, ne? So diese. Genau. Ja, genau. Ja. Ach so, das heißt, dahinter scheint ja auch zu stecken, dass eine Vene ja viel oberflächlicher am Körper liegt, vielleicht als eine Arterie, und dass man deshalb auch besser an sie rankommt, um sie zu verwenden. Genau, also man braucht die Vene meistens nicht. Deshalb die Leute, die Krampfader haben, ja, in den Unterschenkel oder Oberschenkel, die lassen sich operieren und diese Vene entfernen. Genau. Und wir können die benutzen für einen Bypass. Ja. In welchen Fällen verwenden Sie denn dann jetzt dann doch eine Vene? Wenn wir kein Material haben, wenn die Patienten zum Beispiel schon operiert sind, mhm, und die Gefäße sind zu, man hat nicht so viel Material, dann muss man die Vene nehmen. Mhm. Bei älteren Patienten, die über 75, also ich meine, wenn die Vene 15 Jahre hält, dann wird das ihm reichen. Mhm. Und in Notfällen machen wir manchmal Kombination, mhm, eine Arterie plus Vene. Mhm. Wie lange dauert die OP? Je nachdem, wie viel Bypass man das macht. Also könnte, sagen wir so, zwischen 2 bis 4 Stunden dauern. Und danach, also wir reden jetzt hier über eine Notfalloperation, ja, danach ist dann für den Patienten das Leben wie vorher? Kann er alles wieder so machen wie vorher? Genau, aber schrittweise. Nicht direkt nach der Operation, sondern die Patienten bleiben bei uns durchschnittlich eine Woche. Und danach, wenn es geht, direkt in die Reha. Das dauert auch ungefähr 3 Wochen. Mhm. Und danach, wir raten die Patienten noch 4 Wochen zu warten und dann können sie sich normal belasten. Ja, das klingt gut. Ja. Einen anderen Fall, den Sie auch als Notfall bezeichnet haben, ist eine Infektion der Herzklappe, wenn, genau, ich das richtig verstanden habe. Mhm. In welchen, also wodurch passiert das? Wodurch kann es mir passieren, dass ich eine infizierte Herzklappe habe und sofort zu Ihnen muss? Genau. Das passiert meistens, wenn die Bakterien in das Blut gelangen, meistens durch einen Infekt, meistens die Zähne, Bronchialsystem, also Lunge. Auch manchmal bei Patienten mit offenen Wunden kann das passieren. Und nicht selten kommt das bei Drogenpatienten, die Drogenkonsum durch die Venen nehmen. Wir haben vor einigen Wochen auch so ein Patient operiert. Ja, am meisten beeindruckt hat mich eben aber, dass Sie sagten, über die Zähne. Das heißt also, eine unbehandelte Zahnwurzelinfektion oder Entzündung kann dazu führen, dass ich am Ende eine Herzklappenentzündung bekomme, die, genau, mich umbringen kann, ja, im Grunde genommen. Deshalb, wenn wir eine Aortenklappenimplantation elektive, normale, machen, wir raten die Patienten zuerst zum Zahnarzt zu gehen, um alles zu untersuchen. Ja. Nicht, dass die Prothese nachher durch diesen Infekt zerstört wird. Ja, genau. Aber wenn jetzt schon die Entzündung da ist, dann hat natürlich der Patient keine Zeit mehr, zum Zahnarzt zu gehen vorher. Und dann ist es ja eigentlich auch nicht nötig. Wenn Sie das feststellen, dass sich diese Herzklappe entzündet hat durch Ihre Diagnose, was können Sie tun? Es kommt darauf an, es gibt viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Wenn man eine Struktur hat an der Klappe durch die Entzündung. Was ist eine Struktur? Das nennt man Vegetation oder flottierende Struktur, das ist durch die Entzündung plus die Klappe entstanden, ja, mit Bluttromben und so weiter. Ach, man der, hat sich, ja, Sorgen, dass, ja, diese, man nennt das auch Embolien nachher, wenn die zu einem anderen Ort wandern. Ja. Ja, und dann verstopfen zum Beispiel Gefäße im Gehirn oder in Leber oder Milz und so weiter. Ja. Dann muss man das sofort operieren. Mhm. Und wenn die Patienten, bei den Patienten die Klappe komplett undicht ist, dann muss man das operieren. Ja, weil sonst das Blut gar keine Kraft mehr, genau, das Herz keine Kraft mehr hat. Dann kommen die Patienten mit Lungenstauung, Luftnot, die können sich nicht belasten. Manchmal sollen die sogar vorher intubiert werden. Da muss man sofort operieren. Operieren heißt dann was? Also man muss, also konventionelle Operation in der Regel. Also durch Sternotomie. Ein Schnitt? Genau. Mhm. Und dann werden die Patienten an die Herzlungenmaschine angeschlossen. Und dann, ja, die Klappe, die betroffen ist, muss man komplett entfernen. Und dieses Gebiet desinfizieren und eine neue Klappe kommt dran. Und die neue Klappe ist dann eine künstliche? Woraus besteht die? Es gibt 2 Sorten. Es gibt künstliche Klappe und es gibt biologische Klappe.
Die künstliche Klappe geben wir bei jungen Patienten. Ist die aus Metall oder? Ja. Ja. Und Metall plus Kunststoff, also gemischt. Und dann gibt es biologische Klappe, die entweder aus Schwein oder aus Rinderbelg entsteht. Bei jungen Patienten empfehlen wir Kunstklappe, weil die lebenslang meistens hält. Aber die hat den Nachteil, dass die Patienten Medikamente für Blutverdünnung nehmen, Marcomar. Und das kann manchmal lästig für die Patienten. Deshalb entscheiden viele Patienten, auch wenn die jung sind, knapp über 50, entscheiden manchmal für biologische Klappe. Weil gibt es jetzt die Methode, dass man Klappe in Klappe implantieren kann durch die Leiste oder durch einen Schnitt von der Seite. Aha, das heißt also, wenn die dann ersetzt werden müsste nach 15 Jahren, Ja. braucht man keinen neuen Schnitt, Nein. sondern macht es mit dem Katheter und schiebt die dann Ja, genau. durch die Leiste hindurch bis ins Herz. Ja. Ist das so eine Klappe? Das hier. Ja. Also die schiebt man über eine Schleuse. Also erstmal schiebt man einen Draht und dann über diesen Draht schiebt man die Schleuse und dann kann man diese Klappe an die Wand, also die alte Klappe an die Wand Drücken, entspringen und ja. dann implantiert man diese hier. Okay, das heißt also dann, dann wird ja die alte nicht mehr rausgenommen, sondern wird reingepresst ins Gewebe und die neue Genau, wird da drauf geschoben. genau. Das Aber hört die sich. natürlich, wenn man die implantiert, ist nicht so am Anfang. Natürlich ist sie gekrümmt. Ja, ganz klein. Genau. Und Genau. dann wird die entfaltet durch einen Ballon. Jetzt fragt man sich natürlich, das klingt so einfach. Ja. Wozu? Wozu denn der große Schnitt, wenn es doch diese Klappe in Klappe Methode inzwischen gibt? Wo ist da der Nachteil, dass sie es nicht immer machen? Also der Vorteil bei der rein chirurgischen Klappenimplantation ist man, dass man die alte Klappe entfernt. Das heißt, man hat keinen Kalk, diese Krankheit ist weg. Man hat eine neue Klappe, die setzt und dann werden auch die Herzkranzgefäße, die in der Nähe sind, nicht betroffen von dieser Implantation. Außerdem, heutzutage machen wir alles mit einem kleinen Schnitt. Also man kann diesen großen Schnitt vermeiden. Ja, nur eine Also, kleine Narbe. ja, genau. Wir machen Ja. ungefähr 5, 6 cm und Ja. dadurch implantieren wir eine normale Klappe. Ja. Gut. Sie hatten anfangs noch einen dritten Notfall angesprochen. Das ist die Aortendissektion, also die ja eigentlich den Vorfall, dass sich verschiedene Wände der Aorta trennen Genau, voneinander. genau. Wenn das passiert, also erst einmal, warum passiert das und warum ist das so gefährlich? Es gibt verschiedene Ursachen. Das könnte durch eine Entzündung sein. Das könnte auch durch Verkalkung sein. Oder gibt es auch degenerative Veränderungen oder erbliche Genese. Ja, und Bluthochdruck habe ich gehört. Ist auch Ja, so ein, genau. ist auch so etwas, was Genau. passieren kann. Wenn das passiert, was sind die Folgen, wenn man das nicht behandelt? Meistens sterben die Patienten, also wenn man das nicht macht, weil dann die Blutversorgung im ganzen Körper ist gestört. Also es handelt sich um diese Hauptschlagader. Man Ja. sieht, es gehen Abgänge zum Kopf und Ja. dann hier nach unten zum Bauch und Arme und so weiter. Ja. Und ist nicht selten, wenn die Patienten zu uns kommen, dass die auch manchmal neurologische Symptome haben, Schwindel oder somnolent Ja. und manchmal auch Lähmung, Taubheitsgefühl genau, und so weiter. Taubheitsgefühle. Was können Sie tun? Also, erstmal, wir machen das sicher, dass wir erstmal an die Herz-Lungen-Maschine gehen. Das Herz-Lungen-Maschine, ja. heißt, dann haben die Patienten einen Kreislauf erstmal. Ja. Und dann, wenn die Patienten stabil genug, dann kann man das hier abklemmen, wenn nur dieses Gebiet betroffen ist. Und dann gibt man in dem Herz eine Infusion, damit das Herz zum Stillstand kommt. Und dann kann man das in aller Ruhe operieren. Mit einer Gefäßprothese. Genau. Woraus besteht die? Aus Polyester heißt das. Also das heißt, das ist eigentlich ein Kunststoffschlauch, Genau. wie ein Gartenschlauch, Ja. so ähnlich.
Und ist das dann, der wird dann angenäht an Genau, die wird Arme? fortlaufend genäht. Und dann gibt es ein Material, heißt man, nennt man bei uns Fels. Ich weiß nicht, wie das heißt. Das ist eine Verstärkung, damit das, weil es oft kommt, wenn die Patienten als Notfall kommen, dass das Gewebe sehr dünn ist und so weiter. Damit die Nähte richtig halten, macht man eine Verstärkung drumherum. Ja, ist das eine große Operation? Ja, wie lange dauert die? Es kommt darauf an, welche Gefäße betroffen. Wenn nur dieses Teil betroffen ist, dann könnte das, sagen wir mal so, 4, 5 Stunden dauern oder weniger sogar. Natürlich mit Narkose, mit Vorbereitung vorher, nachher. Oder wenn die hier betroffen sind, dann macht man mit einem kompletten Kreislaufstillstand manchmal. Und dann dauert das länger, könnte 1, 2 Stunden länger dauern. Und wie lange dauert es, bis der Patient wieder auf dem Damm ist? Also meistens werden die Patienten extubiert nach einigen Stunden, 6, 7 Stunden. Und dann wie eine Bypass-Operation könnten die eine Woche bei uns bleiben oder 10 Tage und danach Reha. Vielen Dank. Vielen Dank Bitte. für dieses interessante Interview. Ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf YouTube und auf Facebook. Werden Sie gesund.